zu keine Ahnung wohin, aber. Und die Maussteuerung muss auch noch hinkriegen. Eine Sackgasse. Ja, erstaunlich ruhig hier. Einfach über den Ozean schippern. Und wer ist damit? Nö. Einer von denen. Ach. Zum Glück müssen wir sie nicht mehr scannen. Jetzt habe ich mich ja. Das hätte mich richtig verhustet. So wie dieses Husten ist echt extrem. Ein Rubin. Nicht rennen. Oh oh. Oh oh. Das war hilfreich. Licht, aber jetzt zum Hinzug, glaube ich. Ja. Kleiner Hinweis, wo wir Sachen finden. Treibstoffbatterie. Punkte vielleicht irgendwie, aber ich weiß auch nie, wo die hinzeigen. Gibt es irgendeine größere Karte? Das ist die da oben rechts, die Minimap. Ich glaube, Punkte werden es sein, aber nur zum Hacker. Versuchen, irgendwie hinzukommen. Okay, hier scheint einer zu sein. Verschlossen. So, wie kommen wir da rein? Durch die Tür offensichtlich nicht. Ah, vielleicht von oben. Können wir mit Meurer die Tür aufmachen. Das war so klar. Komm mal mit hier. Ey, diese Dreiecksköpfe hier. Die Metallköpfe, die werden hier echt inflationär benutzt.
habe ich so das Gefühl, dass die sehr, sehr oft benutzt werden. Schießbüro. Brauche Hilfe. Und Schießbüro irgendwie kombinieren. Wir können jetzt mal die Pflanze kombinieren. Oha. Ach, auf zu husten. Sorry, für jeden, dem das jetzt das Let's Play versaut. Nervige Funktion mit dem Truhen öffnen. Sehr schön. Ja, was? Ich war doch schon dran. Oha. Erweiterungstasche neuer. Wir haben die Batterie. Wo ist der Treibstoff? So, Treibstoff, der ist irgendwo dort drüben. Versuchen wir mal hinzukommen. Ich guck grad nur auf die Map. So, werde ich noch brauchen. Glaubst du, Pedro kommt mit seinem Bohrer dadurch? Finden wir es einfach raus. Okay. Muss man ihn hierher rufen oder was? Wo ist denn der Kerl, wenn man ihn mal braucht? Wir könnten dein Bohrer jetzt gebrauchen. Bereit für ein paar Abrissarbeiten? No problema. Sag mir nur, wo es lang geht. Natürlich geht's hier nicht lang. Das riesige Turm die ganze Zeit sieht grauenhaft aus. Und hier einmal durch. Wo bleibt denn der? Ah, kommst du auch mal. Einmal hier. Bin ich hier richtig? Okay, haltet Abstand. Das könnte explosiv sein. Flamme rot. Da sind sie. Oh oh. Ihr müsst sie aufhalten! Das Ding ist in meiner Nähe!
noch mehr von denen. Oh, da oben. Oh oh. Oh. Das wird knapp. Weitermachen. Okay, wir sind drin. Danke dir. Da. Kopfschuss. Das war so klar. Wir haben alles. Man hat ihn doch schon gehört. Bringen wir es zu Gabe. Claire, ich hab's. Ich konnte die Armreifübertragungen zurückverfolgen. Sie kommen vom Norden. Wahrscheinlich von einer Anhöhe aus, denn ich kriege volle Signalstärke. Ja, keine Störung. Gut gemacht, Pedro. Ihr Aufenthaltsort ist vielleicht der Schlüssel hier raus. Hätten wir das geschafft. Und du glaubst, der Helikopter fliegt länger als zwei Sekunden? Sollte alles sein, was du brauchst. Gute Arbeit, Redfield. Nicht, dass ich erstaunt wäre. Jetzt sind meine Künste gefragt. Schmierige, Heli-reparierende Voodoo-Künste. Ein Scheiß wird der Heli fliegen. Ach, du heilige Scheiße. Die Aufseherin. Sie lockt die Kreaturen genau zu uns. Das ist nicht fair. Was machen wir nun? Ich versuche den Heli schneller zu reparieren. Jemand muss die verdammte Sirene ausschalten. Als ob die Scheiße funktioniert. Verstanden, wir übernehmen das. Das kommt Heli von der wird Bar. Zwei Sekunden fliegen und abstürzen. Ich muss das Tor schließen. Headshots. Ja, hier ist er doch. Habe ich doch schon vorher gesehen. Und jetzt? Wir sind umzingelt. Es gibt keinen Ausweg. Es ist alles vorbei. Beruhig dich, Pedro. Sieh mir meinen Arm rein. Wechselt er die Farbe. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Komm durch die Fenster! Und halte sie auf! Wir werden alle sterben! Was soll ich bloß tun? Leg dich ab, verdammt! Ganz ruhig bleiben. Wir wollen doch, dass er uns da. Ganz ruhig, ich spiele das Spiel auch leicht. Müssen wir auch Kopf da ein paar machen. Wir sind in der Überzahl. Wir sitzen in der Falle. Ach, wie ist denn der reingekommen? Ah, oh. Da wird mir die Munition am Platz knapp. Oh. Okay,
keine Munition mehr. Nimm diese Munition! Danke sehr. Ich hab ihn gerufen. Ich muss besser treffen. Sehr gut geklappt hier. Sind Rauchgranaten oder was? Das war's, oder? Wir haben sie abgewehrt? Oh oh. Halt ihr durch! Natürlich guckt ihr mehr. Oh. Was ist mit den Granaten los? Explodieren die nicht? Jetzt! Ah. Oh oh. Seht ihr, wie sein Arm reift zur Farbe der Furcht? Das ist nicht gut. Ach du Scheiße. Für den Bosskampf bin ich ausgerüstet. Ich habe keine Munition mehr. Wie stellst du dir das vor? Weg, 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 weg. Ich kann ihn nur noch messern. Möhrer. Du wirst doch getötet werden oder was? Möhrer. Weg hier. Will ich das Ding jetzt messern oder was? Ey, ich kann die nicht alle messern. Munition. Ich muss irgendwo Munition herkriegen. Und ich muss das Level nochmal neu machen. Ach du Heilige. Nein, gar nicht. Weg hier, 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 weg hier. Weg! Wo? Möhrer kommt mit. Na toll. Ach, leck mich doch am Sack. Wo denn? Komm mit, Möhrer. Keine Chance ohne Munition. Ich gehe hinten rum und öffne die Tür. Wartet da. Warten ist eine gute Idee hier. Ich messer dann mal. Durch hier. Er ist noch sehr gechillt. Das schaffe ich. Muss da jetzt fail. Ich weiß, aber hier zu bleiben ist zu riskant.
Mach dir keine Sorgen. Er war beim Militär. Der Mann isst Gefahr zum Frühstück und kackt sie zum Mittag wieder aus. Na toll. Hier durch. Hilf mir mal. Der das zerstören könnte, ist mutiert. Bereit? Ich frag mich echt, warum ist das kleine Mädchen, die wie hieß in der Talia, warum ist die nicht mutiert? Deren Armband ist gut. Das ist, glaube ich, echt eine gute Frage. Dieses Spiel nicht noch auflösen wird. Weißt du, ich bin froh, dass es dir gut geht. Gabe sagte, ihr wurdet getrennt. Ja, aber ich laufe schnell. Trainiere täglich. Also, was war das Ungeheuer da eben? Das war Pedro. Die Aufseherin hat uns irgendein Virus injiziert. Das Virus wurde in Pedro aktiv wegen seiner Furcht. Ich glaube, ich habe davon gehört. Ein Virus, das auf Furcht reagiert. Mann, sollen doch Menschen vor Viren beschützen, nicht selbst infiziert werden. Ironie ist echt scheiße. Moira, ich glaube, du kennst Neil noch nicht. Er ist unser Boss. Neil Fisher. Du bist Barry Burtons Tochter, oder? Dein Dad ist bei der BSAA. Wären Sie so nett und erwähnen Barry und mich nicht im selben Satz, Sir? Der versucht, dich zu retten. In ein paar Monaten. Pedro meinte, das Signal käme von hoch oben. Dort muss es sein. Das Turmding. Die Aufseherin ist vielleicht da drin. Finden wir es heraus. Ah, schlechte Idee. Wir sollten den Morgen abwarten. Bis dann enden wir vielleicht alle wie Pedro. Die Uhr tickt, Neil. Müßig irgendwo hinhocken und ganz in Ruhe erstmal einen chillen. Aber es ist ein Horrorspiel, das wäre zu einfach. Das ist einfach mehr. Mit irgendjemand eine Bombe mit. Das ist. Einfach ein bisschen Gras rauchen. Mal einen abchillen. Oh nein, 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 nein! Irgendwo sich in der Hütte ganz ruhig bis zum Morgen hinsetzen und warten. Irgendjemand besorgt einen Flammenwerfer und der bastelt einen. Wenn das nicht hat. Die Horrorspiele wären so einfach. Natürlich. Natürlich hat die Scheiße zwei Riegel. Damit es nicht so einfach wird. Böses Hundchen. Ich habe so eine Vermutung, warum das Mädchen nicht mutiert ist. Ich spreche es nicht laut aus, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich auch denken. Ich finde es ziemlich scheiße, wenn das Tier. Das wäre jetzt viel zu offensichtliche Lösung. Spiel
Spielfehler. Die Zombies, die wir gerade erschossen haben, stehen wieder da. Dann kann es ziehen. Nähe! Komm! Ich komme später nach. Mach das jetzt. Das sind keine Zombies. Kommt schon, ihr Freaks! Packt mich, wenn ihr könnt! Das war eine Munitionsverschwendung. Und wir sind wieder zu zweit. Ach, russisches Fernsehen. Wie unhöflich hier. Ich wollte gerade das Radio zu hören. Fantastisch. Oh. Wie wäre es hiermit? Gut, dann halt nicht. So geht's auch. So ein, zwei Wörter verstehe ich. Wieder hoch, Munition. Der russische Unterricht in der Schule hat doch was gebracht. Nicht viel, aber ein bisschen. Nicht genug. Der Präsident hat irgendein Virus losgelassen, wenn ich das richtig verstehe. Von der großen Katastrophe. Neue Waffe, juhu. Da war doch irgendwas. Ich habe mich wohl geirrt.